Mein Name ist Beate Hane-Knoll. Ich kandidiere für die Bundestagswahl 2017 für die Partei Die Linke, im Wahlkreis Köln-Leverkusen. Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und bin Krankenschwester von Beruf, aber seit 2014 auch teilfreigestellte Betriebsrätin. Seitdem meine Kinder selbstständiger waren, habe ich mich wieder im gewerkschaftlichen Bereich engagiert, bin Verdi-Vertrauensfrau. Und engagiere mich halt in dem Bereich für die Arbeitsbedingungen, für bessere Arbeitsbedingungen meiner Kolleginnen und Kollegen. Nicht nur für die Pflege, in der ich arbeite, sondern für alle Bereiche im Krankenhaus. Dass immer mehr Krankenhäuser überschuldet sind, rote Zahlen schreiben und halt aus der Misere auch gar nicht mehr rauskommen. Sie werden privatisiert oder müssen halt Teile auslagern, was auch für die Beschäftigten ungünstig ist. Deshalb steht die Linke ein für eine auskömmliche, bedarfsgerechte Finanzierung der Krankenhäuser. Das Geld dafür kann man zum einen dadurch erlangen, dass es eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung gibt, in die alle einzahlen. Entsprechend kommt mehr Geld zusammen. Ein weiterer Punkt, der mir noch am Herzen liegt, ist natürlich die Personalbemessung in den Krankenhäusern. Es ist nicht ausreichend Personal vorhanden. Die Kliniken sparen halt Kosten ein, indem sie Personal reduzieren. Das muss verhindert werden. Es braucht eine gesetzliche Personalbemessung, für die auch die Gewerkschaft Verdi eintritt. Und auch die Linke als einzige Partei fordert diese gesetzliche Personalbemessung. Das muss umgesetzt werden und auch dafür müssen finanzielle Mittel durch die vorhin schon erwähnten Maßnahmen bereitgestellt werden. Weil auch Sie sicherlich schon mal als Patientin oder Patient im Krankenhaus gelegen haben oder Angehörige dort besuchten, möchte ich Sie bitten, beide Stimmen für die Linke abzugeben bei der diesjährigen Bundestagswahl. Denn diese Maßnahmen, die die Linke zur Verbesserung der Gesundheitspolitik vorschlägt, können nur dann umgesetzt werden, wenn wir viele Stimmen bekommen. Vielen Dank.